So, hallo und willkommen bei Modellbau 126. Ja, heute ist Freitag. Ja, ziemlich langweilig. Also habe ich mir ein Stück Holz genommen und habe einfach mal angefangen, mir einen Bogen zu bauen. Ich habe den jetzt schon ein bisschen Feuer gehärtet, dadurch hat er diese ganzen verbrannten schwarzen Stellen. Ich habe ihn vom klassischen Langbogen zum Recurve gebogen. Da habe ich natürlich auch Feuer gebraucht und jede Menge Hitze, damit sich das Holz schön verformen lässt. Tja, eine Menge Material habe ich abgetragen, so wie man das hier am Boden sehen kann. Liegen jede Menge Holzspäne. Tja, was soll ich groß dazu sagen? Ich habe keine Ahnung vom Bogenbau, das ist mein erster. Ich habe auch keine Ahnung vom Bogenschießen. Aber ist jetzt meine Kamera ausgegangen? Ah ja, die Kamera hat nur eine Pause gemacht, alles gut. Ja, ich habe mir eine Pfeilauflage gebaut. Ich denke, das macht irgendwie Sinn. Ob das dann alles auch funktioniert, weiß ich noch nicht. Ich habe mir ein paar Pfeile bestellt, um das Ganze dann mal auszuprobieren. Naja, wir werden sehen. Ich werde jetzt das Gerät weiter schleifen, ein bisschen bearbeiten, noch ein bisschen was am Griff tun, weil der ist mir einfach zu gerade und zu rund. Den werden wir noch ein bisschen bearbeiten. Und wie gesagt, hier diese ganzen Stellen vom Hobeln werde ich ein bisschen verfeinern, kletten und in Form bringen. Und dann werde ich die Kamera nochmal einschalten. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Dann wird es geölt, damit der Bogen auch langlebig bleibt und geschmeidig. Tja, die Schnur oder die Sehnenaufnahme, die werde ich noch mal ein bisschen größer machen, weil es gefällt mir noch nicht so wirklich. Das kann ich noch ein bisschen mit dem Schleifpapier dann ausarbeiten. Ich weiß nicht, was meine Kamera hat. Nimmt die auf oder geht die immer wieder in den Standby-Modus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich die Sehnenaufnahmen noch ein bisschen verfeinern, das Ganze mal ein bisschen filigraner schleifen, gerade an den Enden. Da braucht man nicht wirklich so viel Material. Und naja, das werde ich jetzt machen und dann schalte ich später die Kamera einfach nochmal an. So, ich habe jetzt ein bisschen geschliffen, unter anderem solche Fingermulden oder so Fingerauflagen und auch eine Daumenauflage. Das lässt sich dann einfach ein bisschen besser greifen und man hat es stabiler in der Hand. Es kann nichts verrutschen. So wie man sieht, ist die Seite noch nicht bearbeitet. Aber diese habe ich bereits geschliffen. Zumindest mit grobem Schleifpapier. Der Feinschliff kommt dann morgen. Aber ich mache jetzt die andere Seite noch, die ich noch nicht bearbeitet habe. Das mache ich jetzt noch. Dann öle ich das Ganze ein. Und dann werde ich mich morgen wieder ransetzen und das Gerät hier vollenden. Okay, dann mache ich jetzt erstmal hier einen Stopp, schleife weiter, Öl ein und dann mache ich nochmal eine kurze Aufnahme. Und weiter geht's. Jetzt habe ich ein bisschen weiter abgeschliffen, quasi auf die andere Seite. Und habe den ganzen Bogen gleich noch ein bisschen geölt, damit er ein bisschen geschmeidiger wird, dass morgen schön das Öl einzieht. Bis morgen und dann gebe ich ihm morgen das Finish mit einem ganz feinen Schleifpapier. Dann kommen dann die ganzen Stellen noch ein bisschen besser raus. Gerade wie das hier, das sieht man einfach, ist noch nicht so wirklich perfekt. Das kann man noch ein bisschen schöner ausarbeiten. Aber dann, wie gesagt, da gehe ich dann mal mit feinem Schleifpapier ran und dann wird das schon. Aber ich finde, so mit dem Öl kriegt das Angebrannte doch ein recht schönes Muster. Kommt richtig schön zur Geltung. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Ich weiß nicht, was die GoPro macht, aber ich denke, man wird es schon sehen können. Und ja, dann bin ich da eigentlich ganz zufrieden damit. Liegt sehr schön in der Hand. Ich habe nur eine Seite, muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen nacharbeiten. Die ist noch nicht ganz perfekt, die biegt sich nicht wirklich so, ja, wie die andere Seite. Das war vorhin mal so, aber jetzt nach dem Schleifen mit dem Schleifpapier. Ich habe vorhin mal die Schnur dran gemacht. Da hat sich schon wieder einiges verändert. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen nacharbeiten, bis dann beide Seiten halt perfekt sind. So, dann bis morgen.
So, da wäre ich wieder. Ich habe heute alles soweit beendet. Ich habe noch ein bisschen gebogen. Den guten Bogen. Braucht ja auch einen richtigen Bogen. Dann habe ich ihn geölt und gewachst. Ich versuche mal mit der Kamera ein bisschen ranzugehen. Vielleicht kann man das einigermaßen erkennen. Jetzt warte ich auf jeden Fall noch auf die Sehnen, oder auf die Sehne und auf die Pfeiler. Und dann werden wir mal einen Schusstest machen und das gute Stück mal ausprobieren. So wie ich das jetzt einschätze, ich habe natürlich keine Ahnung, aber ich schätze mal so zwischen 30, 35 Pfund Zugkraft würde er haben. Also sollte ganz ordentlich sein. Aber dazu mehr in einem anderen Video, wenn ich dann den Schusstest mache. Was wird wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern, bis Pfeiler und die Sehnen geliefert werden. Und ja, ansonsten, ich wünsche euch ein schönes Wochenende.